Moin, liebe Zuschauer, hier ist Bremer Sport TV, Ihre Breitensportsendung auf Radio Weser TV und das sind Themen und Gäste für Sendung Nummer 206. Wir waren am Werdersee und haben uns dort ein bisschen gesonnt. Zeitgleich fand die 112. Ruderregatta statt. Peter Manschke vom Bremer Sportclub und Wettkampfrichter Obmann Ron Hoffmann sprechen mit uns über die 112. Ruderregatta. Unser Live-Act kommt vom ATS Bunten Tor. Die Truppe heißt Cancelled und wird von Lena Köster gecoacht. Sie zeigen uns heute Hip-Hop. Ich bin ganz gespannt. Hartmut Riggers spricht mit Klaus Meyer von der Buhl-Gemeinschaft Bremen über die Buhl-Szene in Bremen. Klaus Meyer ist eines von 9 Gründungsmitgliedern und aktiv im Vorstand. Stelzenlaufen, Hanteltraining und eine riesen Fußball-Dartscheibe. All das und viel mehr gab es beim 5. Fegesacker Kindertag. Henrike Peitz vom Fegesack Marketing spricht mit Hartmut über den 5. Fegesacker Kindertag. Nachrichten und Veranstaltungshinweise im späteren Verlauf der Sendung. Und hier ist Dr. Peter Warnecke. Er ist der erste Vorsitzende des Bremen-Ligameisters Bremer Sportverein. Und später im Verlauf der Sendung kommt noch Gerd Lenk dazu, er ist sportlicher Leiter. Wir sprechen unter anderem über den Titelgewinn in der Stark-Bremen-Liga, über die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord und übers Lotto-Pokalfinale. Unsere Sendung läuft wie gewohnt jeden dritten Dienstag im Monat um 20 Uhr auf Radio Weser TV. Dieses Mal ist es der 21. Mai. Wenn Sie das verpassen, ist es kein Problem. Unsere Sendung wird ein paar Mal wiederholt. Wenn Sie jetzt hier unten schauen, werden die Wiederholungen eingeblendet. Ich würde mich freuen, wenn wir uns zu einem dieser Termine dann wiedersehen. Bis dahin, bleiben Sie sportlich.